Ja, hallo, Runde 2. Diesmal meine Victorinox bzw. Schweizer Taschenmesser. Das sind ja jetzt auch schon ein paar. Da fehlt noch ein Rucksack in der Größe. Das ist in irgendeiner Tasche. Das finde ich im Moment nicht. Aber ich denke, so können wir auch schon anfangen. Fangen wir hier oben an. Das sind meine Wenger. New Ranger 55 ist es, glaube ich, mit dem Schraubendreher und der coolen Entriegelung am Logo. Irgendein Wenger. Ach ja, nee, das ist so ein kleines mit Säge. Habe ich mal bekommen, so von 2008. Das ist sehr viel älter, das ist noch von meinem Vater. Dann ein Wenger ausgelegt für den Angelbetrieb mit einem Fischentschupper Hakenlöser. Finde ich immer ganz goldig. Dann Victorinox, eine Sonderversion vom Climber ist es, glaube ich, aus Genf. Ein kleines. Ich kenne. Das ist bei Victorinox schlimm manchmal. Ich kenne die ganzen Namen von den Kleinen nicht. Es hat auf jeden Fall den Schraubendreher, Kapselöffner und eine Schere. Cooles Ding. Dann eins mit 2 GB USB-Stick in Alox. Sehr cool. Dann zweimal kleine, einmal rot, einmal schwarz. Das sind, glaube ich, die Classics. Die haben nämlich nur die Schere auf einer Seite. Ja, dann einmal der Midnight Manager, glaube ich. Ne, ist nicht der Manager. Auf jeden Fall mit Kugelschreiber und Licht. Dann ein Fisherman. Das gibt es noch mit Zange. Dann heißt es, glaube ich, Angler. Und eins mit einmal nur mit einer kleinen Klinge, mit Eco-Griffschalen und einem Tool, um Uhrendeckel, die gepressten, zu öffnen. Dann geht es weiter hier, der Victorinox Swiss Champ. Dann käme ein Rucksack, dann noch der, das ist, glaube ich, der Hunter. Oder, nee, der Huntsman ist es nicht. Huntsman ist die Größe. Dann müsste es Hunter sein. Das ist quasi das Soldatenmesser 08. Nur für den amerikanischen Markt, soweit ich weiß. Die gab es bis vor kurzem auch nicht in Deutschland zu beziehen. Dann das Soldatenmesser 08 von der Schweizer Armee, was auch die Bundeswehr benutzt. Ein Hunter XS mit glatter Schneide, orangenen Griffschalen und ohne Säge. Mit Säge wäre es Hunter XT. Dann ein Pionier Alox Farmer ist es, glaube ich, mit der Säge. Der Säge dürfte es ein Farmer sein. Dann ein Kadett Alox. Ist nochmal deutlich kleiner und auch flacher. Also auch die Klinge ist auch wesentlich schmaler. Dann mein erstes Victorinox, ein Spartan Camouflage. Und das Spartan, was man in Brunnen selbst montieren kann. So, das war's jetzt mit den Schweizern. Jetzt kommen noch ein Teil 3 mit ausgewählten Klappmessern. Also auch nicht alle, weil ich habe auch viel Jugendsünden und ich sag mal Schund. Und dann schauen wir nochmal. Bis gleich.